Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Alice Madness Returns. Und ich habe mich im Vorhinein schon mal was schlau gemacht. Und habe ein bisschen im Internet über... was ist denn da? Über Hintergrundinformationen darüber gesucht hier, weil ich die Folgen etwas spannender gestalten wollte. Und ja, erstmal gucken wir hier und danach sage ich was dazu. Was ist das? Ich weiß es nicht. Das ist schlecht. Willkommen, Alice. Hier ist eine Kleinigkeit, um deine Schädeldecke zu lösen. Was haben die Herzkönigin und ein Taifun gemein? Genau, die Herzkönigin. Wer den Film Alice im Wunderland geguckt hat, genau hier kann ich alles erklären. Also, der erste Film, das ist basiert halt auf den Büchern und das ist 1871, glaube ich, rausgekommen, das erste, Alice im Wunderland. Danach kam Alice hinter den Spiegeln raus und darauf setzte das Spiel Alice McGreath an. Ja, genau. Richtig. Und Alice McGreath spielt halt, nachdem hier sie das Haus in Flammen gesetzt hat. Und ist auch noch mal eine Ecke düsterer, glaube ich. Ich bekomme eine Rose. Wie schön. So. Und diese Welt spielt sich wohl nicht in irgendwas Realem ab, sondern nur in ihrem Kopf. Also es gibt diese Welt hier nicht wirklich. Und die spiegelt halt ihren Verstand wieder. Was wir wahrscheinlich auch schon raus... Also das merkt man schon etwas. Und das sagt sie auch selber. Mein Verstand ist weg und deshalb ist das Wunderland dahin. Und dieses Alice... McLeaves, glaube ich, kam damals für die Xbox raus. Die für die Xbox 360 auf jeden Fall. Und, ja, war halt Quake Engine, irgendwie sowas in der Richtung. Hopp, hopp. Und, danach ist sie halt in dieses Irrenhaus oder in diese Irrenanstalt gekommen. Na? Aua! So, warte mal, was ging nochmal? Hallo? Nein. Aha. Okay. Jetzt weiß ich zwar einigermaßen die Steuerung wieder. Und, ja, genau, die ist. Lebt in diesem neuen Irrenhaus und dann ist das hier alles entstanden. Oh. Das ist schlecht gewesen. Also so entsteht das alles und halt das Wunderland passt sich ihrem Verstand an. Fall runter. Und wie wir sehen, ist jetzt das Wunderland irgendwie etwas anders als vorhin. Wow.
So, und wir sind drüben. Wie schön. Drüben haben wir noch irgendwas vergessen, zur Flasche zu gehen, glaube ich. Die Frage ist, ob das jetzt gut oder schlecht war. Oder ob das einfach nur ein anderer Weg ist. Uhu. Bloß nicht da rein, was passiert. Da gibt es scheinbar Zähne. Boah, wie verwinkelt das alles ist. Ja. Wo war ich gerade stehen geblieben? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist es ja, alles etwas verworrener, als ich zunächst gedacht habe. Und das... Da kommt das Ding an. Oh, oh, oh. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Okay. Haben wir jetzt eine Abkürzung genommen oder sowas? Sieht sogar so aus. So. Okay. Komm ja. Bord, Allison. Wir sind totgeweiht. Was? Gibt es denn keine Hoffnung? Es gibt unendlich viel Hoffnung. Für uns. Also komm rauf. Verflixte Biester. Die wollen mein Schiff. Ich glaube, sie haben es eher auf dich angesehen. Niemals. Wir sind beinahe verwandt. Du bist mit Suppe verwandt, Admiral. Ich hab's. Wir verschwinden hier und besuchen die Show vom Zimmermann. Ein echter Straßenfeger. Der Zimmermann meint, dass wir nicht ernst nehmen, kann uns nicht verletzen. Tauch jetzt besser ab, Admiral, oder die Haie verspeisen uns. Ey, wir fliehen in einem Flaschenschiff. Mit einer typischen Kanone. Und... ja. Das sagt schon alles. Okay, und eigentlich... Was? Wir tauchen? Ist das geil. Warte mal. Weiter? Scheiße. Ah. Hahaha. Ja. Yeah. Oh. Das war vielleicht nicht so ganz gut. Und eigentlich sollte das Spiel auch etwas ziemlich viel horrorreicher sein. Komm. Oh. Aua. So langsam gefällt mir das Spiel. Also es sollte richtig Action, richtiger Horror-Titel werden. Aber das wurde es am Ende dann doch nicht. Drüber. Oh. Viele
viele Mitglieder dann froh waren. Ich kann mir auch ehrlich gesagt das nicht als Obertitel vorstellen. Naja. Ich finde es so schräg genug, also um ehrlich zu sein. Scheiße genug, dass ich das Ganze schön überlebt habe und trotzdem nicht überlebt habe. Mal wieder. Und der letzte Teil sollte, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber der sollte kein Happy End gehabt haben. Also kein so richtiges. Oh, mir tun alle Knochen weh. Wir sind zu schnell abgetaucht. Mein Schiff ist ein Wrack, genauso wie ich. Ein Admiral geht mit seinem Schiff unter. Ich wusste überhaupt nicht, dass du Seemann bist. Wenn ich mich recht entsinne, warst du doch Bahnhofsvorsteher der Spiegelbahn. In hohem Bogen bei der Eisenbahn rausgeflogen. Redundanz, meinten die Trottel. Nie Urlaub genommen, loyal wie eine Bulldogge. Eine neue Richtung einschlagen. Sehr witzig, wenn ich eine hätte. Klingt eher nach Entgleisung, Endstation, Katastrophe. Mein Schiff ist futsch. Die alte Eisenbahn ist tot und dieses neue Ding ist ein Monstrum. Was ich nicht weiß, macht mich nicht krank. Mehr sag ich nicht. Wir verstehen uns. Themenwechsel. Wir wollen nicht über die Sache mit den verbotenen Namen sprechen. Wäre schön, mal etwas Brauchbares über diesen neuen Zug zu erfahren. Dir ist es egal, wenn andere leiden. Geh doch zur Raupe mit deinen Fragen und schlauen Bemerkungen. Tut mir leid, Admiral, ehrlich. Bitte, sag mir, was du über den Zug weißt. Sagen wir sind einem verseuchenden Verderben entronnen. Sei froh, hier unten zu sein. Aber ich will nicht entrinnen. Ich will es aufhalten. Ich muss es aufhalten, um mich selbst zu retten. Und auch das Wunderland. Unsinn. Apropos Unsinn. Zeit für Unterhaltung. Die Show muss weitergehen und so. Da wir von Shows reden... Tun wir nicht. Stimmt, egal. Hier ist eine Eintrittskarte für die Show vom Zimmermann. Für dich. Ja, also das Erste, was wir machen,